Fahrt bis ans Auto kommen. Eben, eine Viertelstunde nur. Genau, das ist eh zwei Stunden. Genau, das ist. Wir befinden uns im Mittelpunkt von Bienenwald im Landkreis Germersheim und wir haben heute das Szenario, dass dort ein Brand ausgebrochen ist in der Naturschutz-Großfläche. Die Befahrbarkeit in dieser Fläche ist natürlich erschwert und deswegen gilt es da auch bei der Übung gezielt die Wege zu erkunden und mit den Plänen, die vorhanden sind und erstellt worden sind, auch die entsprechenden Brandbekämpfungsmaßnahmen einzuleiten. Im Einsatz heute befinden sich der Katastrophenschutzzug des Landkreises Germersheim und die französische Waldbrandbekämpfungseinheit aus dem benachbarten Bereich Barra. Die französischen Einheiten sind vertreten mit der Waldbrandbekämpfungseinheit. In Summe sind es 36 Einsatzkräfte aufgeteilt auf 2 Führungsfahrzeuge, auf 7 Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge sowie Verbindungsoffiziere, die bei uns in der Einsatzleitung mitwirken. Ja, die französischen Kollegen haben speziell dafür technisch ausgestattete Fahrzeuge mit einem Wasservolumen von bis zu 4000 Litern, nochmal ein Reserve-Wassertank, um den Eigenschutz der Selbstschutzanlage auch damit herzustellen. Sind geländegängig, bestückt natürlich auch mit 5 Einsatzkräften und auch entsprechender technischer Einsatzmittelausstattung, um genau für die Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung gerüstet zu sein. Die Wasserversorgung wurde im ersten Moment durch einen örtlich oder einen lokal vorhandenen Löschteich im Bienenwald eingerichtet. Des Weiteren hat man im Bereich der Lauter eine Wasserentnahmestelle eingerichtet, um über eine größere Wasserförderstrecke von ca. 500 Metern einen Tankpunkt zu errichten, um die Tanklöschfahrzeuge zu betanken und dann dementsprechend auf die Strecke an den Ereignispunkt zu entsenden. Es sind aus dem Landkreis Germersheim der Katastrophenschutzzug mit ca. 100 Einsatzkräften, gegliedert in die Module Führung, Brandbekämpfung, Wassertransport sowie Wasserförderung und wie gesagt die Einsatzkräfte aus Frankreich, die diesen Einsatz unterstützen. Das Modul Führung wird noch dahingehend unterstützt in der Lageerkundung durch die Facheinheit der Drohnen. Das sind mehrere Drohneneinheiten, die sich abwechselnd mit der Lagererkundung beschäftigen und die Einsatzleitung so von oben her ein Lagebild darstellen können. Die Kooperation läuft hervorragend. Also das ist nicht die erste Übung, was wir machen. Das ist die erste Übung hier im Bienenwald.
Und wir haben auch in der Vergangenheit schon Übungen in Frankreich mitbegleitet mit unseren Kräften und auch bei kleineren Übungen die Kollegen integriert, aber auch bei Ausbildungen sind wir im regen Austausch mit den französischen Kollegen, um auch deren Ausbildung und Taktik natürlich zu erfahren. So. Ja, ich werde was machen. Ich halt da einen, einer halt jetzt. Kann ja aber auch schlechte Feuer legen, um es wieder auszumachen im Wald. Ne? Also, ja, halt, ja. Zum sie mir sehr gut, bin ich schon. Das ist gut, das ist ein guter Fahrzeug. Ja, das ist super.
mitten im großen Naturschutzgebiet Bienenwald in der Nähe der französischen Grenze. Und wir haben gerade eine Übung durchgeführt, um Waldbrandbekämpfung zu üben. Das Ganze wurde organisiert über den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim. Wir haben geübt, wie verschiedene Feuerwehreinheiten im Kreis Germersheim gemeinsam zusammenarbeiten beim Waldbrand. Wir haben aber zweitens auch mit den französischen Feuerwehrkollegen geübt, wie die mit uns zusammenarbeiten. Und das dritte war die Zusammenarbeit mit dem Hubschraubereinsatz. Und alle drei Dinge haben hervorragend funktioniert. Aber es gab natürlich auch noch Luft nach oben. Es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wir führen mehrere kleinere Übungen durch pro Jahr. Und einmal im Jahr auch eine größere Übung, die aber nicht natürlich immer Waldbrand zum Thema hat, sondern verschiedene Risikoszenarien beschreibt. Und die Feuerwehren sind gewohnt, dass sie solche Übungen organisieren und durchführen. Man hat deutlich gesehen, die haben eine andere Ausrüstung als wir. Die haben sehr geländegängige Fahrzeuge und sind sehr schnell im Einsatz und haben eine andere Schutzausrüstung als die deutschen Feuerwehren. Ich denke, da können wir von den französischen Kameraden was lernen. Und das Zweite, was sehr interessant war, war der Hubschraubereinsatz. Denn wir haben heute mit völlig neuartigen Methoden geprobt. Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal den Hubschrauberpiloten angefordert, hatten den dann auch gleich in einem Echteinsatz mit dabei im Kreis Germersheim. Und mittlerweile hat er die Technik im Zusammenspiel mit unseren Feuerwehren ganz toll weiterentwickelt. Diesen Einsatz mit der Fireball-Kugel. Die Fireball-Kugel hat er selbst entwickelt und Sie haben gesehen, das geht wie Suppelöffeln. Selbst aus kleinen Wasserflächen in der Größe eines Kinderplanschbeckens kann er sein Wasser beziehen und das eröffnet natürlich völlig neue Möglichkeiten bei der Waldbrandbekämpfung. Wir haben heute eine Waldbrandübung gehabt, eine größere Waldbrandübung, wo der komplette Zug des Landkreises, Katastrophenschutzzug, eingesetzt worden ist, aber auch einige Kräfte von den Kollegen aus Frankreich, um diese deutsch-französische Zusammenarbeit hier ja, mehr auszubauen und noch intensivieren. Diese Übungen sind wichtig, um uns taktisch immer weiterzubilden und wenn es dann wirklich zum Einsatz kommt, dass wir eigentlich unsere Schritte, wo wir planen müssen, auch immer wieder ja, beüben. Umso schneller können wir es auch umsetzen, umso ruhiger sind wir auch beim Einsatz und können den Einsatz natürlich auch intensiver und besser abarbeiten. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben eben noch eine kurze Nachbesprechung in der Einsatzleitung gehabt. Auch der direkte Einsatzleiter heute war sehr zufrieden mit dieser Übung. Und auch alle Modulführer wie Wassertransport, Brandbekämpfung, wie auch Wasserförderung, wie auch diese Kollegen aus Frankreich waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja, die französischen Kräfte haben durch die vielen Brände in Südfrankreich, wo sie auch mit eingesetzt werden, unterstützend auch vom Elsass in Südfrankreich Waldbrände mitbekämpfen, viel mehr Erfahrung als wir hier. Und durch die Nähe zu Frankreich als Grenzanlieger können wir natürlich hier diese Ausbildung und diese taktische Geschichte von den Kollegen aus Frankreich auch bei uns mitnutzen.
Was ist der Polydena? Louis! Harry! Okay? Ja, ja, ja! Ich bin wirklich.
dürfen Sie sich erstmal vorstellen, Vorname, Nachname und Ihre Funktion, bitte. Ja, mein Name ist Mario Schmid, bin im Landkreis Germersheim stellvertretender Brandmeister.